Es ist wieder Sonntag und ihr wisst, was es heißt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es wieder in die Arktis. Wir haben unsere 20 Millionen Arktis fertig. Das heißt, ihr seht einmal komplett, wie meine Arktis für meinen 20 Millionen Spielstand aussieht. Inklusive Bärenfälle, normalen Fällen, Gas, alles dabei. Ihr könnt das Ganze am Ende runterladen. Ihr könnt das per Stempel dann in euren eigenen Spielstand einfügen. Alles, was ihr wollt. Habt ihr 280 Tonnen Bärenfell. Wirklich jede Menge. Also schnappt euch was zu trinken und lasst uns reinstarten. Für mich gibt es zum Video einen Energy von Holy, meine absolute Lieblingssorte da, Lion Lemonade. Jeder, der mich kennt, weiß, ich trinke gerne süße Sachen, gerne Softdrinks. Ich brauche auch mal einen Energy Drink, wenn es nach einem späten Stream am nächsten Morgen wieder früh rausgeht zur Uni oder ich abends noch spät zum Sport muss. Da ist Koffein einfach Pflicht und Holy ist da für mich die gesündere Alternative, ohne Zucker, ohne Taurin. Und deshalb trinke ich da die Energies mittlerweile echt sehr, sehr, sehr gerne. Meine Freundin zum Beispiel trinkt auf der anderen Seite echt gerne den Holy Ice Tea, der dann auf echter Teebasis, ohne Zucker das Ganze natürlich auch, also der wird hier mittlerweile rauf und runter getrunken und weil Geschmäcker natürlich verschieden sind, gibt es für euch erstmal Probierpakete auf der Website, sehen dann so aus, gibt es im 1er-Pack, 2er-Pack oder auch 3er-Pack, checkt das Ganze gerne mal ab, unten in der Videobeschreibung mit meinem Code OLE5 kriegt ihr als Neukunde 5 Euro Rabatt und ansonsten mit dem Code OLE10 grundsätzlich 10%, checkt das gerne mal ab und ja, ich würde sagen, wir starten rein mit dem Video, let's go! Moin Moin Leute, ich bin der Ole von den Plachbank Ducks und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute befinden wir uns mal wieder in der wunderschönen Arktis, je nachdem wie ihr sie so findet. Optisch finde ich sie sehr nice zum Bauen, das ist zum Teil ein bisschen ein Krampf und genau das ist vielleicht auch der Grund, warum ihr heute hier seid, denn in meinem 20 Millionen Safe ist die Arktis fertig. Ich zeige euch einmal, was wir hier alles so gebastelt haben. Und dann gibt es für euch die Möglichkeit, diesen Spielstand runterzuladen. Da ist die Arktis komplett fertig drin. Dann könnt ihr euch selber Stempel erstellen. Warum mache ich das so? Vielleicht ganz kurz, dass ihr euch die Stempel selber erstellen sollt. Warum lade ich nicht einfach Stempel hoch? Das ist relativ simpel. Wenn ich jetzt hier Stempel mache von allen Inseln in der Arktis, ne, das sind irgendwie in Summe, glaube ich, ja, 12 Inseln. So, ein bis zwei Stempel pro Insel, sagen wir, haben wir 20 Stempel. Dann benenne ich die zwar alle, das ist zwar alles schön und gut, aber eventuell sind bei euch die Inseln rotiert, ne, also sitzen an einer anderen Stelle, außer die Gletscher. Und da müsst ihr aus all diesen Stempeln immer wählen und ausprobieren, wo die jetzt hier hinpassen. Deshalb ist es einfacher, ihr ladet euch den Safe runter, fügt den ein. Ich zeige am Ende auch einmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, einfach kurz dranbleiben. Und dann könnt ihr Stempel euch selber erstellen und dann halt einfach zwischen den Spielständen wechseln und das einfach einbauen. Das ist auch einfacher, das einzufügen. Was machen wir in der Arktis? In der Arktis produzieren wir genau drei Sachen. Eigentlich zwei, aber drei zwangsläufig, weil das eine ist eine Apfelware. Wir produzieren Gas. Ganz, ganz wichtig. Wir produzieren Bärenfell und wir produzieren normale Felle. Die Felle produzieren wir aus dem Grund, dass wir damit Bärenfell produzieren können. Wir brauchen Felle theoretisch nicht, die können wir einkaufen, die produzieren wir aber eh mit, also sind ein Nebenprodukt, also nehmen wir die auch mit. Ne? Ganz einfach. Wir haben vier Gletscher, wie immer in der Arktis, und auf den Gletschern produzieren wir den Großteil unseres Gases. Ne? Hier haben wir Arktis-Förderstätten. Gasförderstätten. Die sind zum Teil geklippt, das heißt, die sind von zwei, das sieht man jetzt hier leider nicht so gut, von zwei Handelskammern, beziehungsweise in der Arktis heißen die Quartiere, beeinflusst und sind dadurch etwas schneller. Und auf den Gletschern haben wir immer noch Bärenjagdhütten. Normalerweise können wir auf Gletschern nichts anpflanzen, weil es keine Fruchtbarkeit gibt, aber dank der Quartiere können wir hier den Köderspezialisten mitnehmen und der stellt uns Bären im Überfluss bereit und dann können wir hier auch Bärenfell produzieren. Das Ganze funktioniert übrigens nur mit Rindfleisch. Ich zeige euch übrigens auch gleich ganz kurz, wie ihr das Ganze hier dann mit Ruten versorgt. Das ist relativ basic. Rindfleisch versorge ich aktuell noch nicht. Müsst ihr einfach importieren aus der alten Welt. Ist aber auch relativ gut machbar. Oder man produziert selber, wenn man da Bock drauf hat. Ansonsten steht hier noch ein ganz bisschen Pemmikan-Produktion, aber den Großteil des Pemmikans kaufe ich einfach hier oben beim Inuit ein, genauso wie Walöl und Rentierfleisch. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Das Gute ist noch, die Arktis-Gasförderstätten werfen dank der unverwüstlichen Gaspumpe auch Zink und Kupfer ab. Und dadurch können wir später dann auch Öllampen bauen. Ganz kurz dazu, was wir in den Quartieren haben, die
wo Einwohner drin sind, da habe ich immer noch eine Heizung mit bei, sonst kommt das mit den Arbeitskräften nicht hin. Da müsst ihr drauf achten. Und ihr müsst darauf achten, dass eure Entdecker wirklich mit allen Waren versorgt sind. Also da, wo es einen Lufthafen gibt, mit allen Postarten, ansonsten mit lokaler Post, Brot. Gut, aber Post habe ich eh mal gebaut für euch, also braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Brot, Teig, Chili-Soße und halt Thermikan und Öllampen. Und für die Techniker machen wir alles außer Hundeschlitten. Das heißt Fleischkonserven, Öllampen und noch ein Postamt. Ne, das ist wichtig, das müsst ihr versorgen, weil sonst funktioniert das mit den Arbeitskräften nicht. Ihr seht das ja hier. Ne, ein Techniker über und drei Entdecker über. So geht das über die ganzen Gletscher. Hier ist wieder was kaputt gegangen. Leider sind die nicht 100% explosionssicher. Das nervt mich ein bisschen. Wenn ihr das ändern wollt, könnt ihr hier einfach noch eine Polarwacht nebensetzen. Für mich ist das jetzt in Ordnung so. Und dann funktioniert das auch entsprechend. Ansonsten, die Gletscher sind relativ unspektakulär. Hier habe ich noch zwei Öllampenfabriken draufstehen. Da habe ich dann die Kerzenform aus Kupfer drin. Ne, könnt ihr auch einfach craften. Braucht ihr statt Messing Kupfer. Und da sind dann jetzt halt hier wieder hier die Gaspumpen wichtig oder die Gasförderstätten. Weil ihr dann hier Kupfer abkriegt extra. Jetzt fehlen hier gerade ein paar Arbeitskräfte. Das kann immer mal passieren. Woran genau? Ah, weil Motoren fehlen. Ne, normalerweise versorge ich die mit Motoren. Die fehlen jetzt hier gerade. Sobald die wieder da sind, ist das aber kein Ding und dann habe ich ja auch genug Arbeitskräfte. Also die Häuser reichen auch, um die Förderstätten zu betreiben. Das ist kein Problem, solange ihr sie mit allem versorgt. Ja, dasselbe auf dem Gletscher hier. Hier fehlen auch Motoren. Ist jetzt gerade so in dem Spielstand, ist aber nicht so tragisch. So, ansonsten auf den anderen Inseln, die sind kleiner oder größer. Ich nehme mal ein bisschen größere, dann kann man das besser zeigen. Nutzen wir die Goldvorkommen mit dem Arktis-Gasexperten, um extra Gas zu generieren. Das gibt uns am Ende tatsächlich nochmal gut, ja, 11 Tonnen Gas extra. Das bockt schon richtig. Habe ich auch ein Video zu gemacht, wo ich das genau erkläre. Verlinke ich euch von mir aus. Gerne oben in der Infocard, könnt ihr gerne abchecken. Und ansonsten halt gemischt, meisterhafte Jagdhütten und Bärenjagdhütten. Die nehmen sich gegenseitig keine Waldfläche weg, können laufen, also ja, autark quasi. Und so eine Insel wirft halt dann auch mal schnell 46 Bärenfell und ja, knapp 90 Tonnen Felle ab. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. Das ist schon ganz cool. Und die Arbeitskräfte reichen halt auch immer entsprechend mit dann hier einer Heizung drin. Und in der Regel Items für die Produktion, weil die Bewohner immer um die Goldminen drumherum stehen. Ansonsten, so sind sämtliche Inseln gebaut. Ne, mehr ist das gar nicht. Es gibt Inseln, die sind klein, die haben keinen Lufthafen. So wie die zum Beispiel, da fehlt jetzt hier auch Pemmikan und Öllampen. Wahrscheinlich ist sie einfach nicht in die Routen eingebunden. Ne, die hat dann auch nur lokale Post. Da mache ich dann keine andere Post mit hin. Genauso auch hier zum Beispiel bei der Insel. Ne, die kriegt das halt einfach nicht, weil sich das bei denen nicht lohnt, einen Lufthafen hinzubauen. Die Großen haben natürlich dann einen am Ende des Tages. So, was produziert oder was wirft die Arktis am Ende ab? Ne? King William Island hier genau der gleiche Spaß. Können wir uns ja mal zusammen alles angucken. Alle zusammen liefern, wenn wir uns mal die wichtigen Sachen angucken. 450 Tonnen Fell, 82 Tonnen Bärenfell. Das reicht übrigens für meine 20 Millionen Einwohner. Also, wenn ihr diese Arktis kopiert, habt ihr keine Probleme damit, in der Regel euren Cheater oder euren Spielstand damit zu versorgen. Das sollte eigentlich keine Probleme geben. Ich produziere ein ganz bisschen Walöl auf King William Island hier in der Mitte. Alles andere kaufe ich zu. Ne? Bei den Inuit könnt ihr das ja relativ einfach zukaufen. Ist kein Problem. Das gleiche mit Rentierfleisch. Die verbrauchen auch so gut wie gar nichts an Waren. Ne? Die kriegen auch Schnaps von mir zum Beispiel für die Wärme extra. Dann haben wir weniger Krankheiten und so. Aber ne, Pemmikan auch 3 Tonnen produzieren wir, noch ein bisschen weniger, aber wir kaufen den Rest halt ein. Ne, sehen wir aber auch gleich noch. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig: Wir kriegen jetzt hier insgesamt 33 Tonnen Gas. Das ist schon ziemlich cool, das ist eine ganze Menge. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man sonst nur so 22 Tonnen Gas von den Gletschern kriegt, kriegt man jetzt halt 33 Tonnen. Das ist schon ziemlich nice. Also hier kommt schon wirklich gut was bei rum. Alles andere, was man hier in der Arktis braucht, ist halt Blödsinn. Ne? Man braucht allerdings, also was man hier produzieren könnte, ist Blödsinn. Hier, ja, Zink und Kupfer, okay, halt ne, 20 Tonnen, aber braucht kein Mensch. Aber ihr braucht halt 540 Tonnen Rindfleisch. Müsst ihr einfach einkaufen über mehrere Speicherstädte oder halt produzieren in der neuen Welt zum Beispiel. Und ihr braucht halt 142 Tonnen Kohle. Die müssen wir auch importieren. So, wie versorge ich das Ganze? Also, wir haben
Können wir einfach mal 4 eingeben hier. Ganz stumpf eine Route mit drei Great Easterns. Die knallen hier einfach Kohle hin. Das reicht. Ich habe eine Insel in der alten Welt, da kaufe ich Kohle ein. An der Speicherstadt, dort schiffe ich rüber und gut ist. Ne, das reicht für die komplette Arktis. Eigentlich ganz geil. So, dann habe ich zwei Kreise. Ich habe einmal die Gletscherversorgung. Die Routen sind alle zum Teil noch temporär. Wichtig sind aber vor allem die hier. Ich hole aus der neuen Welt Mezcal, Chili-Soße, Rum und Motoren. Motoren produziere ich aktuell ein bisschen wenig und verteile das einfach ganz stumpf auf allen Gletschern. Und ich hole aus der alten Welt Schnaps, Brot, Kaffee, Teig, Dynamit, Fleischkonserven, sch nochmal Schnaps und Kaffee. Nochmal. Schön ist, das sind alles Waren, die ihr in der Speicherstadt kaufen könnt. Das heißt, ich habe hier eine Insel einfach. Die heißt Versorgung Envesa eigentlich, aber da ist es, läuft auch alles für die Arktis mit. Ne? Das heißt, wir haben hier Kaffee, wir haben hier Schnaps, wir haben Dynamit, wir haben Teig, wir haben Brot, wir haben alles da, was wir brauchen. Ne? Die Waren, die aus der neuen Welt kommen müssen, produziere ich aktuell temporär auf Manola. Produziere ich aber später einfach auf meiner Produktionsinsel mit. Ist auch gar nicht so viel. Aktuell habe ich scheinbar aus irgendeinem Grund, wir haben keinen Stahl, deshalb keine Motoren. Aber ansonsten ist eigentlich alles da. Post mache ich eigentlich relativ, ja, relativ simpel, was die regionale Post angeht. Ich habe Gletscher 1 und 2, die hin und her fahren. Ich habe Gletscher 3 und 4, die hin und her fahren. Hier sieht man das ja auch. Das sind die beiden Routen. Ich lade immer nur so maximal 2 bis 3 Tonnen eigentlich ein, weil ihr sonst das Lager leer zieht mit der normalen Post. Was dann nervig, dann verliert ihr manchmal einen Einwohner in einem Haus und dann geht das wieder zurück und das ist ein bisschen nervig. Deshalb, wenn ihr hier einfach auf 2 Tonnen stellt, kriegt ihr ja eigentlich keine Probleme und das reicht halt trotzdem locker an regionaler Post. Überregionale Post ist halt, müsst ihr aus der alten Welt irgendwo holen. Ich habe jetzt hier dafür dann meistens einfach meine Startinsel genommen. Da hole ich irgendwie, keine Ahnung, eigentlich nichts. 10 Tonnen reichen. Oft hole ich hier auch einfach viel zu viel. Hier hole ich zum Beispiel nur 10 Tonnen und das reicht easy. Also die verbrauchen so gut wie gar nichts an Post, ne? Das ist gar kein Problem. Ansonsten kaufe ich hier einfach Pemmikan und Rentierfleisch ein beim Inuit und verteile das auf den beiden Inseln, wo das Ganze verarbeitet wird. Sage ich auch relativ simpel. Ja, hier schippe ich noch ein bisschen extra Walöl darüber, weil ich ein bisschen was extra brauchte. Und ich habe von meiner Hauptinsel, also King William Island, das ist meine Hauptinsel, zwei R Rundrouten, wo Kohle verteilt wird mit jeweils einem Luftschiff. Einfach nur mache ich aus dem Grund, damit das Luftschiff nicht so lange unterwegs ist und damit ein bisschen mehr, ja, Stabilität drin ist. Man könnte auch mit zwei Luftschiffen alle 4 Inseln anfliegen, würde sicherlich auch ohne Probleme funktionieren. Ansonsten gibt es noch eine Route, die einfach quasi einmal durch die Gegend fliegt. Das heißt, die lädt hier in der ersten Insel am Gletscher, wo Pemmikan produziert wird, Pemmikan ein und lädt ab da überall Pemmikan aus. Und der zweite Slot ist dann, sind dann die Öllampen, die produziere ich auf dem dritten Gletscher. Die werden hier eingeladen und dann einfach sonst überall ausgeladen. Ne? Das ist nicht viel, also es ist nur ein Schiff, aber es reicht halt trotzdem. Ne? Also es sieht jetzt aktuell nicht so aus, als würde es reichen, aber es reicht halt trotzdem. Es sieht deshalb so aus, weil es sehr, sehr lange dauert, bis sich die Inseln irgendwann füllen. Ihr könnt die natürlich auch per Hand füllen, aber irgendwann sind einfach alle Inseln voll und dann läuft das. Ne? Weil wir halt sehr geringe Waren haben, Warenmengen und zum Teil halt riesige Lagerplätze oder Lagerräume, dann ist das ein bisschen nervig, bis die alle voll sind. Aber das funktioniert. Ne? Das ist übrigens auch für die Festlandinseln. So, und dann haben wir halt noch das Ganze einmal fürs Festland. Hier genau das gleiche. Eine Route, die alles einkauft. Das reicht auch. Ne? Ihr seht ja, hier ist außer Talg, der ist irgendwie noch nicht ganz voll. Ist halt wirklich eigentlich alles irgendwie voll bei den Waren und ohne Probleme. Das gleiche hier auch aus der neuen Welt. Wieder Mezcal, wieder Chili-Soße, wieder Motoren und Rum. Alles easy. Post kommt wieder, also die überregionale Post kommt immer wieder von irgendwelchen Inseln aus der alten Welt. Hier habe ich es jetzt noch nicht so gemacht, dass ich die, also hier die Route kann eigentlich mal raus. Können wir hier einfach auch 2 Tonnen einladen, ne, dass man hier wieder, kann mal raus, dass man hier auch halt wieder
im Zweifel irgendwie Inseln einfach miteinander verbindet und dann ist gut. Also man kann zum Beispiel, man hat ja vier große Inseln, das sind die beiden hier, macht man dann zusammen über Post und die beiden hier, dann geben die sich gegenseitig regionale Post und dann ist gut. Und das ist auch schon mal eine Arktis. Es ist relativ unspektakulär eigentlich. Wie gesagt, ihr könnt euch das alles rauskopieren, das ist easy peasy. Ihr kriegt 280 Tonnen, ne, 280 Tonnen Bärenfell. Es ist geisteskrank. Und wenn ihr das Ganze einfügen wollt, wie gesagt, ihr findet das Ganze im Discord. Und zwar befinden wir uns hier auf meinem Discord, Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann findet ihr hier links in der Leiste Anno 1800 Downloads und dann hier entsprechend die Spielstände. Ja, hier kommt dann gleich unten hier so wie mein Excel mit all meinen Items, die ich so farme, Großteil zumindest. Und dann könnt ihr das Ganze hier runterladen. Wenn ihr das Ganze runtergeladen habt, öffnet ihr euren Explorer und dann könnt ihr hier unter Dokumente, da ist das Ganze, Dokumente geht auch über dieser PC und Dokumente und dann Anno 1800, Accounts, dann was auch immer dieser Name ist und hier sind dann all eure Spielstände. Wenn ihr das jetzt neu einfügt, dann macht ihr hier neu, nennt das von mir aus Spielstand Ole oder was auch immer und kopiert da die Datei rein. Dann startet ihr das Spiel neu und dann könnt ihr das auch öffnen. Also dann taucht das ganz normal in dieser Liste hier auf. Ja, dann ganz oben meistens. Und so kommt ihr an diese Arktis, könnt euch selber eure Stempel erstellen. Das ist deutlich einfacher, deutlich entspannter für euch. Und natürlich auch für mich, weil ich das Ganze nicht alles bis ins kleinste Detail durchbenennen muss, sondern ihr kommt einfach so easy peasy an die Stempel. Und das ist meine Arktis für mein 20 Millionen Safe. Für euch free zum Download könnt ihr haben. Macht damit, was ihr wollt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Wie gesagt, checkt mal gerne Holy ab. Und ja, Link dazu unten in der Videobeschreibung natürlich. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns Mittwoch im Stream, beziehungsweise vorher noch mit einer neuen Folge. Null Items. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Macht's gut und ciao, ciao.